Hallo meine Freunde, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu F1 Race Stars. Jetzt sind wir in der Meisterschaft ein Stück weitergekommen, weil wir das letzte Mal einen Goldpokal geholt haben. Und wir starten im Nachtanspektakel in Brasilien, Großbritannien und Australien, wo wir jeweils einen Pokal erfahren können. Schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Wir nehmen wieder die höchste Kubikklasse. Und auf geht's. Der Parcours sieht schon ganz nett aus. Kommen wir als erstes in die Ziellinie her. Wie gesagt, müssen wir aufpassen, unseren Tank nicht leer fahren. Müssen wir genau kalkulieren, wann wir tanken, wann nicht. Man muss natürlich auch den Tank im Auge behalten. Erstmal wieder durch die Gasse. Na, volltanken wollte ich aber nicht unbedingt. Na gut. Wollte ein bisschen auf Kurs bleiben. Ah, den habe ich voll auf erwischt. Wollte ich gar nicht. Na, schön, dass ich mich wieder in eine Rakete verwandelt habe. Da komme ich ein bisschen ein Stück weit nach vorne. Sehr schön. Und der erwischt mich gleich wieder in die Blase und hier geht gleich wieder Karosserie, Motorenteile hier. Das ist ja unglaublich. Die hat Action hier abgeht, Freunde. Da haben wir mal kurz getankt. Blase rein. So, machen wir gleich mal wieder an die Boxengasse. So, jetzt haben wir unser Auto überholt. Karosserie-mäßig, motormäßig. Ja, kann mal ein bisschen abknallen, wenn es geht. Braucht jetzt nicht hin. Au, ich muss dringend tanken, Leute. Oh, tanken nicht vergessen. Oh, ich bin schon im roten Bereich. Schafft man es noch? Ja. Ist gerade noch so geschafft. Ah. Das darf ich nicht vorbeifahren. In die Seitenlage hier. Den Tank mitnehmen. Und noch einen mit. Eieiei. Ei, ei. Na, komm schon. Letzte Runde. Komm, einen nehmen wir noch mit.
Wo sind die anderen alle vorne? Ach, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Was hier mit? Irgendjemand hinter uns? Nein, aber unsere Vordermänner habe ich gar nicht mehr gesehen. Wo waren die denn alle abgeblieben? Hatten die so einen weiten Vorsprung gehabt? Na ja, gut. Platz 3. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein kleines Stück verbessern, oder? Da wollen wir mal abschauen. Und mal schauen, wie sich das noch so entwickelt. Auf in Großbritannien. Und die übliche Begrüßungszeremonie. Schuhmacher schon im siebten Himmel. Und fest in seinen Sitz. Und Gummi gibt Gummi. Ich hätte die Tanksäule verfehlt. Mann, machen wir jetzt. Hey, du hast mal die Säule weggenommen. Ach, der Vogel. Ach, vorbei. Oh, shit. Zu fahren bis zum Ziel. Ob wir die Stellung halten können. Ja, hier ist doch ein Konfetti abgekriegt.
spät zum Ausweichen. Letzten Tropfen Benzin kommt an. Jawohl. Gerade mal so gereicht. Wunderschön. Ich hatte den Tank gar nicht mehr im Auge gehabt, aber dennoch hat Benzin ausgereicht. So, haben wir uns ein Plätzchen verbessert, ja? Mhm. Immerhin. Silber. Nee, wir sind noch Platz 3. Oh. Tja, müssen wir wohl. Ich denke mal noch einen zweiten oder einen ersten machen. Nicht zu viel versprechen. Jetzt sind wir in Australien. Mal sehen, was das für ein Akt wird. Oh. Ah. Der Haifischrat ist schon auf uns. Er will uns verschlingen. Das wird ein schöner Hindernisparcours werden. Komm schon mit. Kein Safety Car, nein. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Man muss wieder an den Boxengasse. Geht nicht anders. Wo ist er denn? Ah, hier. Irgendwie links ab gleich. Nein? Ah, ich hätte gerade ausfahren sollen. Jo, ich hätte gerade ausfahren sollen. Oh Mann. Jetzt habe ich nochmal das Nachsehen. Halt, wir müssen umdrehen. Tanken. Nein. Hey, ich habe da getankt. Umdrehen und tanken ist wohl nicht, was? Ich hab das Spiel nicht so vorgesehen. Oh, oh, meine Karosserie ist wieder völlig dahin. Und meine Achse die Reifen noch halten kann, und da fliegen die bald ab hier. Oh, yeah, yeah. Das ist aber nicht so angenehm. Fahren. Wenn man ja völlig durchgeschaukelt. Das wird man ja gerne finden. Ah, ja. Guck mal, 10. Klasse brauchen wir auch eine Rakete, Mann.
gleich einen Platz aufgeholt. Ein Platz, meine Güte. Nicht gerade die Welt. Oh nein, man muss sich hier durchkämpfen. Oh, ein paar Bälle abschießen hier. Luftblasen. Weg da. Meine Tanke. Komm her. Oh, keine Faxen. Oh, welchen Platz habe ich denn belegt? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Den dritten. Hm. Dann werden wir wohl am dritten Platz stehen, bleiben. So können wir wohl ausgehen. Und richtig. Fortsetzen. Aber wir haben zumindest einen Podioplatz. Junge, muss ich immer der Erste sein, ne? Jawohl. Der Dritte tut es dann hin und wieder auch mal. Mach mal deine Mannschaftskameraden abends auch mal vor. Das fördert nur die freundschaftliche Verbindung. Red Bull getrunken. Wird fast abgehoben vom Podium. Schon fliegen wir wieder um die ganze Welt. Schauen, in welcher nächsten Meisterschaft wir in der nächsten Folge teilnehmen dürfen. Weltklasse. Ja. Was man darunter versteht, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut, meine Freunde, das war's in dieser Folge wieder. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, euer Ernest Potter. Ciao.